Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politikum hier bei TV Berlin, zu der ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte. Und unseren heutigen Gast, den Fernsehmoderator, Bestsellerautor und Publizisten Peter Hane. Und ich bin gerne zu Ihnen gekommen, liebe Silke Schröder, und freue mich auf unser Gespräch. Wunderbar. Wir fangen direkt an. Ich stelle Sie natürlich kurz einmal vor. Peter Hane, jeder oder fast jeder kennt ihn, muss man sagen. Er war Moderator, Co-Leiter des Hauptstadtstudios und Verantwortlicher in der Programmdirektion über 3 Jahrzehnte beim ZDF und insgesamt fast 50 Jahre in Hörfunk und Fernsehen tätig. Geboren in Minden hat er evangelische Theologie, Philosophie und Germanistik studiert, startete seine Karriere zunächst beim Saarländischen Rundfunk als Hörfunkmoderator und Fernsehautor. 1985 wechselte er zum ZDF und prägte und verantwortete Formate wie Berlin Direkt, Heute und das Heute-Journal. Zuletzt hat er auch noch seine eigene Talkshow gehabt und ist darüber hinaus bekannt als Kolumnist, unter anderem bei der Bild am Sonntag, und Autor insbesondere auch von zahlreichen, fast oder ich glaube sogar über 40 Büchern zum aktuellen Geschehen mit einer Gesamtauflage von erstaunlichen 9 Millionen Exemplaren. Er ist christlich engagiert, war Mitglied des Rates der EKD und engagiert sich in unterschiedlichen christlichen Organisationen. Er ist auch vielfach ausgezeichnet, zuletzt von der Theologischen Hochschule Basel mit der theologischen Ehrendoktorwürde im Oktober des vergangenen Jahres. Aber auch Auszeichnungen wie den Publikumsbambi und, was kein Journalist vor ihm geschafft hat, der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein machte ihn 2016 zum Ehrenkommissar der bayerischen Polizei. Da können wir vielleicht noch mal drüber sprechen. Er äußert sich kritisch und pointiert zu Themen wie den Corona-Maßnahmen der Regierung, Political Correctness, der Gender-Debatte, dem Zeitgeist oder aktuellen Entwicklungen in den Kirchen. Seine Kritiker sehen darin vor allem Populismus, der zu einer Verschiebung des öffentlichen Diskurses nach rechts angeblich führt. Seine Fans hingegen lieben ihn für seine klaren Worte. Wenn jetzt Roman Herzog wäre, der wunderbare Bundespräsident, würde ich sagen, Frau Schröder, ich lebe immer noch. Es klingt ja fast wie eine Grabrede. Nein, überhaupt nicht. Es klingt sehr dynamisch und sehr vital, würde ich sagen. Bekannt, beliebt, umstritten ist er und das berühmte Blatt vor den Mund nimmt er nicht. Sein neuestes Buch, Das Maß ist voll, in Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung, stand auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. So, jetzt bin ich auch am Ende und jetzt wechseln wir in den Aktivmodus. Lieber Herr Hane, Sie sind ja regelmäßig auf den Bestsellerlisten vertreten mit Ihren Büchern. Lesungen und Veranstaltungen sind stets ausverkauft. Ihr Publikum liebt Sie. Nur die Medien, also Ihre berufliche Heimat von 5 Jahrzehnten, arbeitet sich an Ihnen ab. Was haben Sie in deren Augen falsch gemacht? Na, jetzt müssen Sie die eigentlich fragen. Aber ich habe den Eindruck, dass heute Klartext, auch Wahrheit, nicht mehr gefragt ist. Dass man sich heute scheut, Meinung zu sagen, und zwar Meinung, die auch gegen den Mainstream, gegen die Masse ist. Sie haben ja eben gesagt, man hält mich für einen Populisten. Also solche Populisten waren Leute wie Martin Luther. Ich bin ja ein engagierter evangelischer Christ. Das heißt, wir wären ohne die Leute, die populär waren und auch nah am Volk, dem Volk aufs Maul schauen, aber ohne ihm nach dem Munde zu reden. Und dann muss ich Ihnen sagen, Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Viele meiner früheren Kollegen haben mich ja quasi beerdigt. Mit meiner Pensionierung hieß es, jetzt ist aus mit Hane. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Resonanz gehabt wie heute. Und wenn ich hier durch Berlin gehe, können wir ja gemeinsam mal machen, da Uhlandstraße zum Beispiel zum Kudamm, da sprechen mich mindestens 5, 6 Leute auf dem ganzen Weg an. Und es sind meist junge Leute. Und auch die, die uns jetzt zuhören, die ihre wunderbare Sendung Politikum sehen, das ist ja kein Rentnerclub wie ich. Es sind junge Leute, die wollen heute Klartext und Wahrheit. Wie sind wir denn zu diesem verengten Meinungskorridor gekommen? Denn wir leben ja in Zeiten, wo Vielfalt und Toleranz überall postuliert wird. Aber an der Meinungsvielfalt und der Toleranz für dieselbe scheint es ja zu hapern. Ja, Sie bringen es genau auf den Punkt. Ich habe ja in diesem Buch auf den ersten Seiten geschrieben, eigentlich sind
Medien wie zum Beispiel Sie, Politikum oder Berlin TV oder Tichys Einblick, Kontrafunk, was man jetzt alles nennen kann. Wir arbeiten ja eigentlich im Dienste der Bundesregierung. Denn die Ampelregierung hat festgelegt in ihrem Medienteil im Koalitionsvertrag, der ja durch die großartige Leuchte Claudia Roth, die war ja jetzt gerade mal eben in Afrika und hat ins falsche Land die falschen Kulturgüter zurückgebracht. Und da sind wir nämlich beim Punkt Bildungsnotstand. Aber die fordern ja Diversität und Vielfalt. Und wir garantieren die ja. Also wir, aber die scheint nicht gemeint zu sein. Also diese Art von Diversität darf nicht mitspielen. Aber man muss sie halt bei ihren eigenen Worten behaften. Mhm. Aber dass das heute nun nicht mehr möglich ist, hat auch mit Bildung zu tun. Sie können nur einen festen Standpunkt haben, wenn Sie gesettelt sind, wie man so schön sagt. Das heißt, Sie brauchen Argumente, Sie brauchen Wissen, Sie müssen auch eine historische Bildung haben. Die großen Politiker, nehmen wir mal Strauß oder auch Helmut Kohl, waren Historiker. Helmut Schmidt, die kannten sich alle in der Geschichte aus. Nicht wahr, heute wird Bismarck abgeschafft. Ich denke, Frau Baerbock denkt da an den Hering und sie isst vielleicht nicht gerne Fisch oder so. Wir erleben ja eine bodenlose Dummheit. Und was ich an Fehlern entdecke, selbst in den sogenannten Qualitätsmedien, Zeitungen oder in meinem früheren Sender, da denke ich ja manchmal, es fällt niemandem auf, dass da mal gerade die Hauptstadt verwechselt wird im Baltikum, dass Standard am Ende mit T geschrieben wird. Ganz groß steht das 30 Sekunden bei einer der führenden Sendungen. Es merkt überhaupt keiner. Spart man da eigentlich am Lektorat Rechtschreibfehler? Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ja, ja. Ja, liegt das an mangelnde Bildung? Ja, natürlich ist das mangelnde Bildung. Also das ist ja kein Zufall, dass einer Standard mit T schreibt. Es geht ja von den Tasten her gar nicht, dass das ein Zufall wäre. Ich will es ja nicht übertreiben, als wären wir früher die großen Bildungsleute gewesen und alles war besser. Nein, das ist auch nicht. Aber was wir jetzt miteinander besprechen oder Ihre Sendung, wäre noch vor 10 Jahren ganz normal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen. Und das, was ich vertrete, es gibt ja viele, die sagen, Gott, der Hane wird doch erst mutig, seitdem er pensioniert ist. Ich habe vor 30 Jahren bereits das Buch geschrieben, Die Macht der Manipulation. Und habe quasi eine Generalabrechnung damals schon mit meinen Arbeitgebern. Da haben die alle gesagt, na ja, das ist vielleicht ein bisschen radikal gesagt, aber es gehört zum Meinungsspektrum. Was sich geändert ist, ist, das Meinungsspektrum wird ständig weiter verengt. Und dann gibt es diesen unfassbaren Begriff Haltungsjournalismus. Es geht heute nicht mehr um Fakten, es geht nicht mehr um Wahrheit, sondern es geht um Haltung. Für mich ist aber mein Berufsethos, so habe ich es gelernt, es gibt einen Dreiklang für Journalisten und Sie praktizieren das hier. Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Kompetenz. Heute vertraut keiner mehr den Medien, Sie kennen ja die Umfragen, sie sind alle eindeutig. Sie können Institute beauftragen, wie Sie wollen, die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Medien und in die Politik, auch nicht mehr in die Kirche. Mhm. Glaubwürdigkeit hat längst gelitten und jetzt sind wir bei der Kompetenz, die ist auch nicht vorhanden. Und das ist ein Punkt, der mich wirklich sehr interessiert. Wie war das denn früher? Ich meine, jetzt haben Sie diese 5 Jahrzehnte Erfahrung. Wie setzte sich der Kollegenkreis früher zusammen? Waren da wirklich Journalisten, die diesen Werten sich verpflichtet sahen? Hatten die auch eine andere Bildung? Und vor allen Dingen, haben die sich aus unterschiedlichen politischen Meinungen hier rekrutiert? Und wie kommt es, dass sich das so verändern konnte, also in der Kürze der Zeit? Ja, ich nehme einfach nur mal jetzt meine, ich war bei ARD und ZDF. Mhm. Da gab es immer dieses Reißverschlusssystem, rechts, links, rechts, links, zumindest in der Hierarchie. Also der Intendant war meinetwegen CDU, dann war der Chefredakteur SPD oder umgekehrt. Ein Redaktionsleiter Heute-Journal war meinetwegen CDU, dann war der Stellvertreter SPD nah. Das heißt, es war immer eigentlich ausgewogen. Es war lange Zeit, die ich erlebt habe. Wir haben zwar gestritten in den Redaktionskonferenzen und so, es war aber ausgewogen. So, dann kam natürlich
im Zuge der 68er, die dann ja alle möglichst Lehrer wurden, dann kamen also sogenannten die Kinder- und Enkelgeneration der 68er und es verschob sich immer weiter nach links. Heute haben Sie ja die Situation, das ist ja jetzt keine Verurteilung, sondern Fakten. Man muss ja nur Fakten haben. Die ARD hat unter ihren eigenen Volontären und Praktikanten eine Umfrage gemacht, ich glaube vor 2 Jahren. Wo stehen Sie politisch? Über 90% steht links. Also für die ist selbst die CDU schon schrecklich, geschweige denn die AfD. Das heißt, das kommt im Meinungsspektrum nicht mehr vor. Und das hat einen Grund. Ja, ja. Es hat natürlich viele Gründe, weil der Zeitgeist sich verändert hat und so weiter. Einer derjenigen ist aber, im Bürgertum heißt nach wie vor Lügen wie gedruckt. Das heißt, wer Journalist werden will, begibt sich in so eine Gesellschaft, die doch eigentlich lügt und so weiter. Also die Linken haben eine clevere, im Sinne von Marsch durch die Institutionen, strategische Politik gemacht. Die wurden nicht Bäcker und Metzger und irgendwas, sondern die gingen in die Multiplikationsberufe. Mhm. Lehrer, Journalist, Pfarrer. Und so sieht es heute eben aus. Mhm. Und dazu kommt natürlich, dass sich das politische Spektrum verschoben hat. Also es gab Zeiten, könnte ich jetzt stundenlang erzählen, wie im ZDF, dann im Fernsehrat oder im Verwaltungsrat irgendein Skandal, in Anführungszeichen, war, den ein linker Kollege verbrochen hat. Dann riefen aber sofort die Linken an und sagte, wenn ihr den hinrichtet, da haben wir auch noch was anderes bei dem Kollegen XY. Das heißt, es glich sich immer wieder, man hat gestritten um die Position, aber es war niemand in der Mehrheit, im Sinne von das andere wurde an die Seite geschoben. Mhm. Wir hatten immer die Möglichkeit, überlegen Sie mal, ich habe vor 4 Jahren ja erst meine Sendung aufgegeben, die ich 7 Jahre gemacht habe, da am Brandenburger Tor. Bei mir waren selbstverständlich, Sarah Wagenknecht war 7-mal da, Alice Schwarzer war da, es waren auch die AfD-Vorsitzenden da. Ich habe Ströbele und Sarrazin an einem Tisch gehabt. Ich war der Einzige, der das hatte, weil ich gesagt habe, ihr könnt doch nicht, wenn ihr auch nicht miteinander redet, bei mir könnt ihr doch eine halbe Stunde miteinander reden. Das war alles völlig normal. Das gäbe es heute nicht mehr. So, und da sind wir doch an einem Punkt, das fällt den Zuschauern ja auch auf. Sie orientieren sich, schauen, was gibt es für Medien, wo es das noch gibt, wo wird Streit und Diskussion zugelassen. Wird das nicht auch irgendwann langweilig? Läuft sich das nicht auch tot, unabhängig davon, wie hoch der Rundfunkbeitrag ist? Jo. Irgendwann will doch niemand mehr dieses uniforme Bild eines standardisierten Ablaufes und einer standardisierten Meinung sehen, oder? Ja, zweierlei. Also einmal haben Sie völlig recht, das sieht man ja auch schon an den Quoten. Es geht natürlich bergab. Also stellen Sie sich mal vor, ARD und ZDF, die ja Gott sei Dank meine Rente sichern, müssten von den freien Gebühren der Nutzer leben. Da könnten die morgen zumachen. Das stellt ja auch gar keiner in Frage. Die Quoten gehen dramatisch zurück. Die Leute suchen sich inzwischen auch vor allem durchs Internet Alternativen. Ja. Und da kann ich nur sagen, die sogenannten alternativen Medien, zu denen ja auch Sie gehören, nehmen Monat für Monat an Resonanz zu und nehmen nicht ab. Wenn ich jetzt verantwortlicher wäre noch, dann würde ich sagen, die Umfragen, dass mir keiner mehr vertraut, und dass die Leute weglaufen, müssen mir so viel zu denken geben, dass ich sage, jetzt frage ich warum und dann kämpfe ich dagegen. Und haben Sie den Eindruck, dass da ein gewisser Erkenntnisprozess einsetzt oder hat man da die Scheuklappen auf und die Verantwortlichen sagen, solange wir die richtige Haltung hier produzieren und sie auch ans Volk raussenden, stimmt alles? Also die Frage in Berlin zu stellen, ist insofern lustig. Als der sogenannte RBB-Skandal aufflog, wurde ich gefragt, aus Ihrer Erfahrung, ändert sich jetzt was? Weil es war ja ein großer Aufschrei. Da habe ich gesagt, ich schwöre hier und verwette alles, was ich habe. Es wird sich nichts ändern.
So, und jetzt gucken Sie doch mal zurück. Es sind erst ein paar Wochen und Monate her, dass das alles aufgeflogen ist. Mit den Gehältern, mit der Vetternwirtschaft und allem. Jetzt ist es nicht nur bekämpft worden, sondern es wird kopiert im Wirtschaftsministerium. Das heißt, Herr Habeck macht jetzt dasselbe, was diese Intendantinnen, es waren ja übrigens fast alles die Quotenfrauen, muss ich Ihnen jetzt mal leider sagen, sie sind ja Gott sei Dank keine, es waren ja zu 90% im Studio Kiel, im Studio Magdeburg, beim MDR, überall, es waren ja diese Quotenfrauen, die plötzlich entdeckten, wir können unsere Familie da unterbringen. Also es ändert sich nichts. Dieses ist so zementiert. Und was unterscheidet uns da denn von anderen europäischen Ländern, wenn wir jetzt nach Frankreich gucken, Abschaffung des Rundfunkbeitrags? Halten Sie das nicht für eine realistische Option hier, was in anderen Ländern auch passieren kann? Also, vor allen Dingen wären Sie auch dafür. Ja, da können Sie aber lange drauf warten. Das ist dasselbe wie mit der Kirchensteuer. Es gibt ja nur zwei Institutionen, die zwanghaft am Leben gehalten werden. Das ist das öffentlich-rechtliche Rundfunk und es sind die Kirchen. Das heißt, Sie können ja fast gar nicht umhin, natürlich aus der Kirche können Sie austreten, das machen ja auch immer mehr. Nur das System ist so, dass Sie mit jeder Steuererhöhung ja mehr Geld kriegen. Also auch wenn nachher nur noch 100 Mitglieder sind, kann man auch noch leben, weil die Steuern werden ja immer höher. Mhm. Was ich sagen will, ist, solange das so geregelt ist, mit Zwangsgebühren oder Kirchensteuern oder sowas, ändern sie gar nichts. Es geht nur der wirtschaftliche Druck, dass man sagt, wir liefern das, was unsere Mitglieder und die uns bezahlen wollen. Und wir sind hier kein Belehrungsunternehmen. Sie haben ja auch mal gesagt, wo sich Politik und Journalisten vertragen, ist Demokratie am Ende. Das ist dann ja eigentlich der Beleg dafür, oder ja, nicht? Ja, du, das ist ein Zitat aus meinem Buch. Mhm. Das habe ich zum Schluss, bevor das Buch gedruckt wurde, noch schnell entdeckt, war der Chef der BBC, Hugh Green. Der hat gesagt, nenn mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker sich vertragen und ich sage dir, es ist keine Demokratie. Verstehen Sie, mehr muss man gar nicht sagen. Ich muss das jetzt gar nicht mehr interpretieren. Das sagt ein Engländer, der an der Spitze der dortigen Medien steht. Und die auch große Probleme hatten, haben, absolut, die BBC. Ja? Absolut. Ähnlicher Natur? Ja. Aber es ist doch genau richtig. Wir beiden könnten doch als Berliner hier eine Stadtführung machen und den Leuten zeigen, wer wo wohnt. Und da stellen sie fest, wo wohnen die Politiker und wo wohnen die Spitzenjournalisten. Und dann stellen sie fest, sie wohnen A in den Luxuswohnungen, keiner wohnt im Problemkiez, keiner schickt seine Kinder in normale Schulen und Journalisten und Politiker wohnen auch möglichst noch auf einer Etage oder in einem Haus oder was auch immer. In dem Augenblick, wo ich anfange, als Journalist einen Politiker zu duzen, ist die Distanz völlig zu Ende. Das sagt mir meine Lebenserfahrung. Und wissen Sie, die Journalisten, Sie haben eben gesagt Bambi, ich habe nur Publikumspreise. Ich habe nicht diesen Preis, den die Journalisten untereinander verleihen. Mhm. Sondern ich hatte damals, wer ist der beliebteste Nachrichtenmann des öffentlich-rechtlichen Fernsehens? So, das war ich, ein Publikumspreis. Ich habe auch viele andere. Wenn aber die Journalisten sich untereinander Preise verleihen, wird ja immer, hat Joachim Friedrichs zitiert, mein früherer Kollege von den Tagesthemen. Der hat gesagt, ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und diese Distanz ist völlig verloren gegangen. Was wir heute erlebt haben bei Corona, ein reiner Regierungsjournalismus, da macht man sich mit einer Sache gemein, ohne sie zu hinterfragen. Wären Sie für die Abschaffung des Rundfunkbeitrags? Also solange ich davon lebe, bin ich da sehr vorsichtig und sage immer, dann sollen die Leute sich doch einfach sagen, sagen Sie sich doch einfach, ich bezahle mit diesem furchtbaren Beitrag die Pension von Peter Hane. Also jetzt aber mal im Ernst, das ist so etwas Unwirkliches in unserer heutigen Zeit. Deswegen haben auch Schweiz und so weiter das alles in Frage gestellt. Und die Volksabstimmungen sind ja auch entsprechend. Man sollte viel stärker wirtschaftspolitisch denken und sagen, Angebot und Nachfrage, das gilt doch in jedem anderen Bereich auch.
Also insofern ist das wiederum würde dann aber ein Meinungsspektrum wahrscheinlich stärker zulassen, was denen, die das Sagen haben, nicht so gut gefällt. Ja, ist ja klar. Also ich meine, solange ich, das ist, wie soll ich sagen, es ist wie in der Regierung. Solange ich weiß, dass das Geld fließt und ich zum Schluss eine riesige Pension kriege, ist mir das doch alles gleich. Also ich bin auch nicht dafür, dass wir jetzt, wie soll ich sagen, so einen Gefälligkeitsjournalismus machen, im Sinne von, wir müssen ja machen, was den Leuten gefällt, damit wir das Geld kriegen. Aber nehmen Sie doch bitte nur mal die Unterhaltung. Es werden jetzt von ARD und ZDF beliebte Serien oder beliebte Sendungen einfach abgesetzt. Zu Verjüngungszwecken. Verjüngungszwecken, dann ist das nicht queer genug. Dann gucken Sie sich mal die Veränderung von alten Serien an. Das ist eine reine Politisierung. Das heißt, da ist jetzt natürlich, muss ein Schwarzer drin vorkommen, da muss eine Frau mit Kopftuch drin vorkommen und, und. Liegt das auch an den Kriterien der Filmförderung oder überhaupt der Förderung? Ja, sicher. Die sind ja entsprechend politisiert angepasst. Ja, das ist natürlich ist das. Also, Sie müssen es machen, aber was heißt müssen? Sie können sich ja auch widersetzen. Warum sagt nicht ein Intendant, ich mache das mit? Ich will ja mal einmal sagen, ich bin völlig dafür, dass unsere Gesellschaft realistisch abgebildet wird. In dem Augenblick, wo es aber missionarisch wird, und das ist ja etwas Missionarisches, nur manchmal muss ich so lachen, bei meiner Lieblingsserie Rosenheim-Kops wird das ja nicht wahr, ist ja alles Söder, Bayern. Söder war ja lange Verwaltungsrat, der hat sich das ja alles bieten lassen. Da werden die neuen Folgen ja jetzt auch Multikulti und wer weiß was alles gedreht. Aber da haben sie wohl nicht richtig aufgepasst. Jetzt war ein Ausschnitt da, wo die Leiche, also wie ist der umgekommen? Ja, der hat eine Giftspritze gekriegt. Und da sagt der Polizist, der auch noch Mohr heißt, das hat man auch noch nicht geändert, also ZDF muss aufpassen, Herr Mohr sagt dann, ach, der ist geimpft und ist jetzt tot. Ich Realsatire, die sind so blöd, das zu merken, was sie damit gesagt haben. Er ist geimpft und ist jetzt immerhin tot. Also immerhin. Dann ist so eine Erkenntnis jetzt, genau. Ne? Ja. Wie ist es denn? Sie werden ja von den Medien auch relativ hart angefasst. Also ich habe jetzt natürlich mir auch so ein paar Artikel angeschaut und dann steht dann, der Volksauflauf-Garant Peter Hane schwurbelt jetzt über Corona und Genderwahn. Alles erinnert an Eva Herrmann und Hane spielt genüsslich eine wohlkalkulierte Querdenker-Klaviatur ab. Herrlich. Empfinden Sie solche Beschreibungen als Auszeichnung oder fasst Sie das negativ? Also das ist einmal, ich sagte ja eben, Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Wenn ich irgendwo angekündigt wird, und gerade da, wo Sie das jetzt sprechen mit dem Volksauflauf, war ja Folgendes. Mein Förderer, Freund und ein großartiger Journalist, Peter Voss, wir haben zusammen das Heute-Journal moderiert und er wurde Intendant des Südwestrundfunks, sprach am Samstag vor, ich sprach am Sonntag in Görlitz, da war das, er am Samstag. Bei ihm waren 30 Leute und bei mir 1800. So, dass damit muss man ja erst fertig werden als Kollege, als Journalist, also nicht er, sondern die Zeitungsjournalisten, die hätten es ja lieber umgekehrt gehabt. Es zum Schluss zählt doch, vertraut einem das Volk, vertrauen einem die Zuschauer und sagen, wenn der Peter Hane was sagt, hören wir uns das wenigstens erstmal an. Und wissen Sie, was der größte Ritterschlag für mich ist, dass heute junge Leute auf mich zukommen und sagen, wissen Sie was, Herr Hane, wir sind zwar absolut nicht Ihrer Meinung, das ist ja teilweise schrecklich, was Sie da sagen, aber Sie haben wenigstens eine. Mhm. Wer hat denn heute noch eine Meinung? Sie haben ja mal gesagt, was vor 10 Jahren normal gewesen ist, ist jetzt durch Sprachpolizei und Haltungsjournalismus erst als konservativ umetikettiert worden, dann als rechts und heute ist es Nazi und mit dieser Keule wird alles erschlagen. Glauben Sie denn, dass wir bei dieser Entwicklung jetzt den Scheitelpunkt überschritten haben oder kann das überhaupt noch weitergehen? Denn die Bürger haben sich ja offenkundig nicht in dieser Schnelligkeit und auch nicht in diesem Umfang mit entwickelt. Naja, das ist ja der sogenannte Kipppunkt, den man jetzt entdeckt hat. Genau. Und da haben Sie völlig recht. Ich sehe das auch so, dass der jetzt so langsam da ist. Weil langsam reicht es auch.
den Leuten. Also verstehen Sie, die Leute wollen doch normal denken. Muttertag ist doch jetzt. Die sagen, ja, sind die denn jetzt alle verrückt geworden? Jetzt gibt es keine Mutter mehr, sondern die heißt Gebärende oder was auch immer. Es gibt nicht mehr Vater und Mutter, sondern Elter 1 und Elter 2. Und dann gucken die Leute und sagen, wer macht das eigentlich alles mit? Und dann stellen sie plötzlich fest, der Vorreiter für viele dieser Sachen ist ausgerechnet die CDU oder die CSU. Die können ja gar nicht schnell genug hinter dem Zeitgeist herhetzen. Und was ist die Konsequenz? Sie sitzen in einem Turm von 28-29%. Also nach dem, was wir jetzt besprechen, würde die CDU, wie sie zum Beispiel vor 10 Jahren war, jetzt bei mindestens 40% sein. Aber die Leute trauen denen nicht mehr, weil sie die Realität sehen. Aber das ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir hatten ja in Berlin jüngst Landtagswahlen. Mhm. Und da haben die Wähler ja schon der CDU ein gewisses Vertrauen ausgesprochen, weil sie sich von ihr erhofft haben, die Zustände, insbesondere was die Auswüchse der Migration angeht, zum Besseren zu wenden. So, jetzt schaut man sich den Koalitionsvertrag an und die Äußerungen des neuen Bürgermeisters, Herrn Wegener, zum Thema Migration. Und wir sehen dann viel von LGBTQ. Und das ganze Thema des Asylbewerbermanagements und Migrationsauswüchse ist dann so ein bisschen eher unter ferner Liefen. Ja, ich erlaube ist mir die, ja. Ist die CDU da in einer Mitläufer- oder Linkspartei angekommen? Wieso traut sie sich nicht, selbst wenn ihr die Wähler das Vertrauen aussprechen, einen Wechsel herbeizuführen? Ja, aber das ist, wie ich eben sagte, zum RBB oder zum öffentlich-rechtlichen Skandal, wo ich gesagt habe, ich verwette alles, es wird sich nichts ändern. Habe ich vor der Wahl beim Kontrafunk gesagt, eine Woche vor der Berlin-Wahl, mit der CDU wählen wir jetzt das Original Grün. Also was damals ja auf der Kippe war, und das hat sich ja dann auch rausgestellt, dass die jetzt raus sind. Aber sie sind gar nicht raus. Sie haben jetzt nur kurz das Personal geändert, das heißt jetzt CDU. Aber ist also, das nicht fortwährender Wählerbetrug auch? Ja, natürlich. Hier in Berlin hat sich ja Folgendes abgespielt. Ich kann das in meiner Straße nachweisen. Kurz vor der Wahl, 4-5 Tage, hat ja die CDU quasi AfD-Sprüche schnell noch plakatiert. Also mehr Sicherheit, mehr Polizei, die Schulen müssen jetzt endlich und die Bürokratie und die Bürgerämter. Sie haben quasi kopiert, was Wochen vorher die AfD plakatiert hat. Warum? Weil die natürlich genau wussten, diese Stimmen brauchen wir jetzt ganz dringend, um wenigstens eine Mehrheit zu kriegen für eine Regierung. Die Rechnung ist natürlich aufgegangen. Sie müssen ja immer auch die Demenz des Volkes berechnen. Aber wie das oft Volk, lässt ein Volk das mit sich machen? Ja, aber es hat sich jetzt in Berlin, haben sie das eindeutig mitgemacht. Sie hören von den Wahlversprechen gar nichts mehr, sondern als erstes der Queerbeauftragte. Und die Migration muss fortgesetzt werden. Und Klimapolitik, die Klimaneutralität Berlins ist das Wichtigste, sagt jetzt die CDU. So, wissen Sie, das ist meine Erfahrung nach 50 Jahren. Die Leute haben bei der nächsten Wahl das alles wieder vergessen. Und das ist für mich, da ist man manchmal, resigniert man. Nur ich bin kein Typ für Resignation. Ich sage, wir kämpfen weiter. Und das ist die Aufgabe des Journalismus. Der Journalist, der eine Haltung hat, die aus Bildung herkommt, sorgt dafür, dass nichts in Vergessenheit gerät, dass alles hinterfragt wird und dass zum Schluss, nehmen wir mal eine Wahl, die Leute ganz genau wissen, das sind die Alternativen, das sind die Punkte, das ist das, was sie in den letzten 4-5 Jahren gemacht haben. Und aufgrund dieser Informationen, die ich ihnen gebe, wählen sie jetzt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Wahlempfehlung gemacht. Aber ich habe die Fakten aneinandergereiht. Und das fehlt heute. Haben Sie denn die Hoffnung, dass das bei einer jungen, nachwachsenden Journalistengeneration vielleicht wieder mehr zum Tragen kommen könnte, wenn wir jetzt im Moment mit einer konfrontiert sind, die eher auf Ideologie abstellt? Ich kann nur hoffen, aber das ist natürlich schwierig, da reinzukommen. Wer tut sich denn das schon an, wenn Sie in einer Redaktionskonferenz sitzen und sind ständig in der Minderheit? Wenn Sie Vorgesetzte haben, die Sie an die Seite schieben und sagen, du kannst ja hier erzählen, was du willst, wir machen diese Richtung. Corona war für mich, wie soll ich sagen, der Lackmustest
funktioniert kritischer Journalismus noch? Und selbst heute, nachdem raus ist, wissenschaftlich belegt ist, dass sogar die Masken nichts genützt haben, nichts, stellt heute kein ernstzunehmender Wissenschaftler mehr in Frage, dass das alles Unsinn war. Sie haben ja sogar an mehreren Stellen auch gesagt, ich will die Handschellen klicken sehen, weil Sie darüber so empört sind, über das Unrecht, was auch politisch in medialer Begleitung hinsichtlich Corona übers Land gekommen ist. Naja, es ist heute völlig klar, wer Tausende, Hunderttausende alter Leute isoliert, in Einsamkeit lässt, einsam sterben lässt, wer Kinder tyrannisiert hat mit Masken, wer Kinder in Lockdowns gezwungen hat, dass die armen Kinder im Homeoffice ihrer Eltern und was hinter diesen Türen alles passiert ist, brauchen wir uns hier gar nicht groß, das kann jeder wissen und jeder ahnen und jeder Polizist bestätigt einem das. Dieses unfassbare Verbrechen ist heute offenbar, es wird jetzt totgeschwiegen. Was sie jetzt machen ist, weil da keiner Schuld eingestehen will, Journalisten auch nicht. So, jetzt soll eine Enquete-Kommission, ein Untersuchungsausschuss, nun weiß ich nach 50 Jahren, wie das ausgeht, nämlich wie das sogenannte Hornberger Schießen, das können Sie gleich lassen. Es geht jetzt um juristische Aufarbeitung. Und da kann ich nur noch mal sagen, ich will Handschellen klicken hören. Vorher gebe ich jedenfalls keine Ruhe. Es gibt ganz klare Verantwortliche. Und wenn zum Beispiel die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, wo ich Jahrzehnte meiner Freizeit und meiner Urlaube geopfert habe, um da in der, ich war ja einer der führenden Leute im Rat der EKD, es waren ja nur 14 Leute, und gekämpft habe um Glauben, und um klare Ausrichtung. Und wenn die sagt, Impfen ist Christenpflicht, jetzt sagt sie, Wärmepumpen ist Nächstenliebe. Das ist nicht nur Schwachsinn, das ist Volksverführung und Manipulation. Und so etwas gehört geahndet. Jetzt sind Sie ja Gläubiger und auch aktiver Christ. Würden Sie denn sagen, dass für Sie der Glaube auch die Kraft gibt, um der Wahrheit auf die Sprünge zu helfen, weil Sie haben ja mal gesagt, das Leitmotiv ist für Sie die Wahrheit und die beziehen Sie auch aus Ihrem Glauben, so wie ich das recht verstanden habe. Ja, also für mich ist Glaube was ganz Entscheidendes, das ist meine Biografie, unabhängig von Kirche und von Institutionen, dass Gott existiert, dass ich Jesus Christus habe und sein Wort, die Bibel, ist für mich der einzige Trost und einzige Halt überhaupt in diesem ganzen Chaos. Also, was sollte ich sonst haben? Und der Witz ist jetzt, bildungsmäßig gesehen, das ist auch die Grundlage dessen, was wir christliches Abendland nennen, wo ja der katholische Oberbischof Marx sagte, es sei ein ausgrenzender Begriff. So, also, überall ist nur noch Bildungsnotstand. Ausgrenzender Begriff. Dieses Wort, nur die Wahrheit macht frei, steht an der Universität Freiburg im Breisgau bis zum heutigen Tag. 1497 war das Gründungsmotto. Eingemeißelt ans Rektorat der Uni, nur die Wahrheit macht uns frei. Und das bereden wir doch die ganze Zeit miteinander. Nur Wahrheit, die Aufarbeitung von Corona, die Meinungsfreiheit, die Bildung, die wir dringend brauchen, kommt alles aus diesem Wort. Das heißt, das deutsche Bildungslevel war einmal, an den Unis wird gekämpft um die Wahrheit. Hat man denn bei Corona um die Wahrheit gekämpft? Es wurden doch nur die Hofwissenschaftler zugelassen. Hätte man da alle an einen Tisch gebracht? Das ist Bildung, das ist Universität. Heute werden Sie doch an der Universität gemobbt als Professor oder rausgeschmissen, wenn Sie sagen, es gibt nur Mann und Frau. Aber Herr Merz von der CDU weiß auch nicht, wie viele Geschlechter es gibt. Er verweigert die Antwort. Geschweige denn von Herrn Söder, der sich aufregt, dass er nicht zum Christopher Street Day in München darf. Genau. Die CSU wollte einen eigenen Wagen auf dem Das ist alles so unfassbar. Franz Josef Strauß vor wenigen Jahren hätte das als Auszeichnung empfunden. Und selbst, ich meine, ich finde das ganz raffiniert von den CSD-Leuten,
Und da sieht man, dass da ja auch nicht nur Blöde sind. Der CSU einfach zu verbieten, ihr dürft da nicht kommen. Da wird ja Herr Söder jetzt gezwungen, Farbe zu bekennen. Und statt dass er sagt, ja, wenn ihr uns nicht haben wollt, dann ist gut, dann hat es ihn. Nein, er kämpft da um jeden Wähler und vertreibt aber diejenigen, die seit Jahrzehnten auf dieser Spur einer christlichen Partei sind. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. In Berlin haben wir uns ja an alles schon gewöhnt. Mhm. Und aus dieser Szene, dieser Queerszene, gibt es immer mehr Leute, ich erlebe es ja unter Kollegen, die sich inzwischen schämen, wie sich da aufgeführt wird. Da langsam verstehen sie ja die Welt nicht mehr. Also es werden selbst Kinder im Kindergarten schon behelligt mit all diesen Themen. Mhm. Ich habe ja nichts dagegen, dass man darüber spricht, aber es ist doch immer die Frage, wie man das pädagogisch macht und in welchem Alter. Und selbst viele der Betroffenen sagen, jetzt reicht's uns langsam. Warum? Auch da kommt der Kipppunkt. Und der Kipppunkt kommt schon durch eine Tatsache, nämlich die zunehmende Einwanderung. Sie glauben doch nicht, dass einer muslimischen Glaubens das alles mitmacht. Und wer da eines Tages die Mehrheit hat, dann bin ich schon unter der Erde. Sie kriegen das alles noch mit. Da werden wir uns noch wundern. Da können Sie Ihre Regenbogenfarben einpacken. Also als Fazit, die Suche nach Wahrheit, das Streiten um Wahrheit und auch der Glaube. Ist das, was uns helfen kann, in diese Zukunft? Für mich ist der Glaube ganz, ganz wichtig, weil Sie brauchen zum Schluss eine letzte Instanz. Und ich kann Ihnen das nur sagen mit den Worten des früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel. Der hat mir ja sein letztes Interview gegeben, bevor er starb. Und da sagt er als letztes, Herr Hane, das wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht. Wir werden uns alle mal vor Gott verantworten müssen. Und wenn Sie jetzt denken, das ist frommes Geschwätz, stellen Sie sich mal Deutschland oder die Welt vor, nur eine Woche würden wir sagen, es gibt das jüngste Gericht. Wir hätten das Paradies auf Erden, wenn wir wüssten, wir müssen uns mal verantworten. Insofern ist Glaube für mich das Logischste, was es gibt, weil er sich beweist. Roman Herzog hat gesagt, den ich ja zu Anfang zitierte, als sie die Grabrede hielten, was ich so keine alles Grabrede. Groß, ja, ich weiß ja, alles so Großartiges bin, der hat mir gesagt, auch kurz vor seinem Tod, hielten wir uns an die 10 Gebote, wir hätten ein anderes Land. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Peter Hane, es war mir eine große Freude, dass Sie heute hier waren. Liebe Zuschauer, es sei Ihnen noch ans Herz gelegt, das aktuelle Buch von Peter Hane. Er ist so produktiv, es wird sicherlich bald auch wieder ein neues erscheinen. Ja, nächsten März. Aber das sei allen Zuschauern ans Herz gelegt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.